Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Lands of Lore Teil 3. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind hier beim Trakel. Ah, Skelettwächter. Ja, und da wollen wir mal schauen, was da ist. Einst waren sie die Wächter der innersten Heiligtums des Trakels. Doch inzwischen werden diese Wesen auch immer häufiger in den äußeren Höhlen gesichtet. Die Skelettwächter besitzen eine außergewöhnliche Körperkraft und wurden deshalb vom Orakel der Ahnen oft für schwere körperliche Arbeiten und andere niedere Dienste eingesetzt. Skelettwächter? Was machen die denn in diesen Höhlen? Ich dachte, diese Skelette dienten dem Drakel. Auf jeden Fall machen sie im Moment nicht wirklich viel. Ich könnte sie angreifen, aber das will ich jetzt nicht wirklich machen. Okay, da haben wir auch was. Was passiert? Ich kann da drauf drücken, so viel ich will. Irgendwie passiert nichts. Da könnte ich wahrscheinlich mit Funken irgendwas machen. Den Teer entzünden und so weiter. Das können wir mal ausprobieren. Ja, das funktioniert einwandfrei. Ja, was das mit dem Schalter auf sich hat, das sieht doch aus wie eine Tür. Also ich hätte gesagt, das sieht aus wie eine Tür hier. Du findest mich doch attraktiv, oder? Du hast mich ja schließlich ausgesucht. Aber entweder ist dieser Mechanismus kaputt, oder ich weiß auch nicht. Oder wir müssen noch irgendwo einen weiteren Mechanismus finden dafür. Lass uns einfach mal erstmal weitergehen und das im Hinterkopf... Nein, ich behalte es nicht im Hinterdings, sondern sag einfach mal, wir haben doch eine schöne Karte. Dass da ein Knopf ist. Wofür haben wir jetzt so eine Karte, wo wir auch alles einschreiben können? So, da sollten wir vielleicht keine Funken sprühen. Sondern einfach weitergehen. Wow. Das dürfte Schwefel, nee, Sandkruste sein. Dieses krümelige Zeug hat keinerlei offensichtlichen Nutzen. Nützlich als stabilisierende Zutat in der Mischung mit anderen Intelligenzien. So etwas wie das Mehl der Alchemisten. Okay, das können wir mal mitnehmen. Uah! Da hat die Steuerung nicht richtig geklappt gehabt. Da bin ich irgendwie... Ja. Boah. Hab ich gerade einen Schreck gekriegt, als ich da reingegangen bin. Ein Glück hat es nicht so viel gekostet. Oh, was ist das Schönes? Ja, das hatten wir schon. Was war das hier Schönes? Auf jeden Fall ist unser Inventar, glaube ich, voll gerade. Mist. Das ist eine Keule, traditionelle Waffe der Kleriker, eine schwere Eisenkugel am Ende eines stabilen Griffes. Nichts Ungewöhnliches. Ah, jemine. Wir haben 22, 16. Kann mächtige zerstörerische Schläge mit höherer Geschwindigkeit austeilen als die meisten Klingen. Wieso haben wir nur noch Schwarzschimmel einmal hier? Ich glaube, dann würde ich den Schwarzschimmel lieber mal hier lassen. Natürlich wartet die Welt darauf, von dir gerettet zu werden. Aber lass dich dadurch nicht von deiner Denkpause abhalten. Bloß keine Hektik. Ach, keine Ahnung, warum wir nur einen Schwarzschimmel haben. Wir müssen definitiv in die Stadt zurück, um Sachen zu verkaufen.
Aber eigentlich wollte ich erstmal beim Trarakel vorbei, aber das zieht sich anscheinend doch noch ein bisschen hin. Ja. Ja. Eine tödliche Waffe bist du. Das sieht mir aber auch aus, wie wenn da was dahinter wäre hier. Andererseits kann ich nichts machen, okay. Vielleicht auch nicht. Sehr schön. Oh. Das kenne ich noch. Ja. Da sind wir mit Luther rüber. Da war Kenneth, der uns verfolgt hat. In Teil 2. Fünfundzwanzigtausend. Ich glaube, hier kann man irgendwie was kaufen oder irgendwas machen. Aber anscheinend sollten wir da später wieder kommen, wenn wir so viel Geld haben. Vielleicht kriegen wir da irgendwie was. So, wenn ich mich jetzt recht erinnere, müssten wir hier zum Trarakel reinkommen. Lass uns aber eine Sache ausprobieren. Ja, das sieht aber nicht aus, als ob da... Doch, Geld. Ja, wir können aber nicht schwimmen. Und ich komme auch nicht schnell genug hoch. Ja. Moment, wo ist das Ding hier? So. Da ist auch wieder was, was wir nehmen könnten. Das war, glaube ich, so eine Beschützerkugel. Ne, eine Wächterkugel. Liegt hier noch drin. Alles klar, aber wir haben halt keinen Platz mehr. So. So, und dahinter müsste doch das Trarakel jetzt sein. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Halt! Wer wagt es sich dem mächtigen Trarakel ohne Opfergabe zu nähern? Opfergabe? Findet man sowas nicht meistens in den Höhlen? Aber sicher doch. Habt ihr nicht auch etwas gefunden? Einen juwelenbesetzten Dolch oder eine schöne goldene Karaffe? Nein, nichts dergleichen. Tja, das sind schwierige Zeiten heutzutage. Könnte ich es nicht trotzdem sehen? Was sehen? Ach so, es sehen. Seid ihr sicher, dass ihr nicht irgendwas zum Opfern dabei habt? Der Monat war irgendwie ziemlich schwach bisher. Ich bin sicher, das Trarakel würde fast alles annehmen. Ich gehe mich nachher nochmal umschauen und bringe was vorbei, okay? Naja, okay. Ihr bleibt am besten einfach hier stehen und ich besorge euch die Audienz. Oh, wie war noch euer Name? Sagt ihm einfach Copper Legree sei hier, um ihn etwas zu fragen. Aha. Aber wir wissen doch, dass der weg ist. Hoppele. Hoppele Grey. Welche Frage möchtest du dem mächtigen Trarakel stellen?
Ja, also... Risshunde haben mir meine Seele gestohlen und ich möchte wissen, wie ich sie zurückbekomme. Risshunde? Gibt es denn offene Portale in der Nähe? Naja, eins jedenfalls kenne ich. Sehr interessant. Vielen Dank und leb wohl. Wartet mal, was soll ich denn jetzt machen? Ach ja. Hopple Gray, du musst den Stachel des Honigs finden, dazu das Herz deines Feindes und die Milch der Freundlichkeit. Diese Dinge werden dich leiten. Ja, Jackal. Hey, ihr da hinter dem Vorhang. Na klasse, das fehlt mir jetzt noch. Hört mal, Freundchen, wehe, ihr erzählt jemandem von dieser Sache. Dieses ganze Theater machen wir nur zum Wohle der Sterblichen. Und das Letzte, was wir brauchen, ist jemand, der ihnen ihre Träume kaputt macht. Was sollte ich denn machen? Wie wäre euch zumute, wenn ihr morgens aufwacht und feststellt, dass der Job, den ihr seit 27 Zeitaltern innehattet, plötzlich nicht mehr existiert? Die Kunden aber weiterhin Schlange stehen. Irgendjemand muss sie doch bedienen. Und wer wäre da besser geeignet als ich? Schätze, dann brauche ich mir wegen der Opfergabe nicht mehr den Kopf zu zerbrechen. Schwört mir einfach, dass ihr den Mund halten werdet. Ich tue das hier ja schließlich nicht zu meinem Vergnügen, sondern zum Wohl der Sterblichen. Was tut ihr? Und wo ist das Drarakel? Mein Herr hat sich entschlossen, dieses Reich der Sterblichen zu verlassen. Ich bin hier geblieben, um weiterhin Ratschläge und Anleitungen zu geben, sowie die ganzen anderen Dienste zu leisten, die mein Herr bislang den Sterblichen bot. Könnt ihr euch vorstellen, was passieren würde, wenn die Sterblichen versuchten, ihr Geschick selbst zu leiten? Ha! Ich verstehe. Und wo ist das echte Drarakel? Weiß ich nicht. Weg. Und ich finde, ihr solltet jetzt auch verschwinden. Kommt bloß nicht wieder. Es wäre nicht gut für meine Kunden, wenn sie etwas hörten, was sie nicht hören sollen. Wenn das Drarakel nicht hier ist, weiß ich auch gar nicht, warum ich noch bleiben sollte. Schön. Wiedersehen. Das heißt lieber nicht. Verschwindet hier, so schnell es geht! Benutzt das Transportportal vor dem Thronsaal. Es bringt euch schnell zum Höhleneingang. Ja, einfach eine kleine Statue und, kann ich da nicht reingehen? Nein. Einfach eine kleine Statue und, das war's auch schon gewesen. Super, nicht wahr? Ja, Jackal, verschlossen. Vertritt jetzt sozusagen das Drarakel. Kann ich den kaputt hauen? Verschlossen. Nee, geht nicht. Okay, dann können wir wieder zurückgehen. Alles klar. So, draußen sind wir wieder. Steht irgendwas bei unserer Quest drinnen? Jackal, eine verschwommene Figur, die nur aus leeren Umhängen zu bestehen scheint. Jackal hat im Drarakel viele Zeitalter lang gedient. Ja. Wir brauchen noch von der Magiergilde den Kristall, eine Energieprobe von Portal. Aber das wollen wir nicht machen, weil sonst treten wir der Gilde bei. Das da verstehe ich immer noch nicht. Das muss ich mal schauen, wenn ich eine kleine Pause mache. Ja. Naja, Boris will das Schweinefleisch, damit ich mit den. Das hatten wir. Okay, das ist abgehakt. Da kommen wir nicht hin. Beziehungsweise, das muss ich mal schauen. Ja. Dann wissen wir im Moment nicht, wie wir weiterkommen müssen. Das war eigentlich unsere Hauptquest. Oh? Schaue mich mal um nach Kräutern und anderem nützlichen Zeug. Macht es, macht es. So, wie sieht's aus? Hier haben wir. Oh, bald. Ja, es dauert noch ein bisschen. Priester geht aber relativ langsam vonstatten. Aber das wussten wir ja, dass das so passieren wird. Okay, lasst uns einfach mal zurückgehen, weil ich will auch noch ein paar Sachen verkaufen. Umschauen tun wir uns später mal. Wenn ich wieder Inventarplatz habe. Und in der Stadt wollten wir uns auch noch weiter umschauen.
beziehungsweise schauen, ob das überhaupt geht, dass wir da was machen können. Oh. Moment mal. Ah ja. Hier kriegen wir... wie heißt das Zeug? Eisenholzsirup. Das kriegen wir anscheinend immer hier. Also, es sah jedenfalls mehr aus, als ob wir das öfters mal, wenn wir da vorbeikommen, wiederholen könnten. So, da wollten wir noch nicht lang gehen. Da wollten wir einfach später lang gehen. Halt, hier lang. Oh, da hat es wieder ein bisschen geruckelt. Ja, ich weiß nicht, was gerade los ist. Aber gerade im Moment fängt das Spiel ziemlich an zu ruckeln gerade. Keine Ahnung warum. Vielleicht liegt das an dem Ding, weil wir das in der Hand halten. Ja, da waren wir schon. Noch ein bisschen Geld. Schweinefleisch. Sind wir da vor... Ach, es ist immer... Es gibt anscheinend eine Begrenzung von 20 für das Zeug. Naja, gut. Dann gehen wir mal rein. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir als erstes hingehen. Ich hätte gesagt Kriegergilde. Und dann bei der Klerikergilde. Da lag noch Geld rum. Sehr schön. Da wollte man nicht hin. Hier lang. So, einfach mal ein bisschen Zeug verkaufen. Bedient euch ruhig. Ich rechne dann alles zusammen, wenn ihr fertig seid. Das da darfst du mal verkaufen. Sehr schön. Das Schild war auch nicht gut genug. Das kann auch verkauft werden. Und das war sogar schon. Kann ich die Lederhandschuhe bei euch nicht... Die kann ich nicht verkaufen. Ah, vielleicht kann ich sie drüben verkaufen bei den Dingen. Grünliches Fleisch. Fäh. Und die Keule kann ich vielleicht auch beim Dings verkaufen. So, wir reden mal mit dir. Ja, das geht nicht. Okay, dann bei den Klerikern noch kurz vorbei. Da will ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr verkaufen. Von dem Zeug, was wir dabei haben. Oh, genau. Und da konnte ich noch schauen. Ist es mittlerweile offen? Ah, guck mal. Das ist mittlerweile offen. Das heißt, wir können die Stadt auch noch ein bisschen weiter anschauen. Hm, das sollten wir auf jeden Fall machen. Mit der Ruhe, nimm dir Zeit, an den Blumen zu riechen. Das Leben ist zu kurz, die Beine zu lang. Wie du meinst. Wenn du das verkaufen willst, nehmen wir es. So. Rattenfleisch. Wir können das Sirup verkaufen. Das da können wir leider auch nicht verkaufen. Ja, wenn ich wüsste, für was ich noch alles bräuchte, ob ich das als Zutat noch brauchen könnte. Ja, da muss ich mal schauen, was Sache ist.
Aber ich wollte ja eh noch eine Sache machen. Jetzt, wo wir hier sind. Kann... Ich muss weg, wir sehen uns dann noch. Pass auf dich auf, Papa. So, ich wollte mal ausprobieren. Ja, spenden. Ja, und was mache ich jetzt hier drin? Ich habe keine Ahnung, was ich hier drin mache. Hat sich das jetzt irgendwie was verändert? Ich glaube nicht, oder? Ha. Gute Frage. Und Ding steht immer noch drin, wahrscheinlich, oder? Ja. Wahrscheinlich müssen wir das Fleisch irgendwo hinbringen. Die Frage ist nur, wo? Der Orden der Finken grüßt euch, Reisender. Weniger Licht, Lichtimpuls. Deine Funken haben wir schon. Ah, ich könnte mal das weniger Licht einfach mal holen. Einfach mal zum Probieren. Weil das nicht so teuer ist. Kleine Heilung haben wir auch schon. Dann holen wir einfach mal das weniger Licht. Verursacht zeitweilig nur eine schwache Lichtquelle wie eine Fackel und beleuchtet dadurch den derzeitigen Standort des Spielers in der jeweiligen Welt. Es ist doch Licht. Also es ist doch das, was ich eigentlich gehofft habe, dass es Licht ist. Weniger Licht heißt nur, es ist halt, naja, eine kleine Lichtquelle. Aber das habe ich doch gehofft gehabt, dass es das sein könnte. Wie zahle ich die jetzt? Ja, jetzt komme ich ja nicht mehr raus. Aber ich sehe nicht, wie ich die... Ah, ja. Eure Spenden auf der materiellen Ebene ermöglicht. Vielen Dank. Da ist es. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Gelegenheit, euch zu dienen. Ach, das ist doch viel, viel besser mit dem Licht. Das ist doch sehr, sehr, sehr viel besser. So, dann würde ich aber hier mal Schluss machen. Ja, dann würde ich hier mal Schluss machen. Und dann schauen wir uns weiter um, hätte ich gesagt. Die Stadt scheint ja jetzt weiter offen zu sein. Dann können wir uns in der Stadt weiter umschauen. Außerdem schaue ich im Internet mal, was wegen diesen Boris und diesem Schweinefleisch, wie es da weitergeht. Muss ich vielleicht auf alle Tische was legen? Ja, das müsste ich mal ausprobieren. Ob das vielleicht was bringt. Naja, wie dem auch sei. Bis zur nächsten Folge, macht's gut und tschüss.